Jetzt habe ich vor mir sitzen die Tina Schüssler. Sie ist Sängerin, Moderatorin, Ringsprecherin, Schauspielerin. Und ja, hallo Tina. Hallo Britta, grüß dich. Tina, ich meine, ich habe es ja gerade gesagt, was du alles bist. Das ist ja echt ein Wahnsinn, was du alles machst. Wie schaffst du das alles? Einfach powern. Ich bin einfach ein Macher und mir macht mein Leben wahnsinnig viel Spaß. Und ich freue mich einfach, dass ich aktiv sein darf. Und was machst du am liebsten von den vielen Sachen? Am allerliebsten, wenn du mich jetzt so fragst, ich mache Musik am allerliebsten. Also ich rock die Festivalbühnen, ich habe eine Band, ich mache aber auch Soloprojekte und das tickt komplett in mir. Mega, und ich habe dich ja auch gerade schon gehört, du hast ja jetzt quasi schon gesungen hier in der Zauberschau, wir sind ja hier Karlsruher Weihnachtszirkus, die Zauberschau für die Kleinen. Was hast du denn gedacht, als du gefragt wurdest, hier mitzumachen? Also für mich ist das selbstverständlich. Ich war ja schon öfters jetzt mit Kai Ebel auch. Bin ja am Abend auch aktiv. Also ich bin ja, wie gesagt, auch Ringsprecherin. Und ich bin aktiv, war ja früher Boxweltmeisterin, K1-Weltmeisterin. Ich war Kickbox-Weltmeisterin. Und da hat man natürlich einen Drang, hier zu sein, ne? Und natürlich auch einen Rainer zu unterstützen, weil es gibt nur ein Brain of the King on the Ring, ne? Und von dem her habe ich gesagt, ich bin immer dabei und unterstütze das, soweit es meine Zeit erlaubt. Ja, und jetzt habe ich ja auch schon gesehen, dass du sehr oft auch mit dem Kai zusammen Ringsprecherin bist und mit dem Flavo. Wie kam denn die Konstellation so zusammen? Also eigentlich durch Rainer. Ja, also Rainer hat gefragt, kannst du singen im Ring? So ging es eigentlich los. Durch das, dass ich ja auch Sängerin bin, habe ich die Deutschlandhymne gesungen. Ich singe oft für die Weltmeisterschaftskämpfe, die Einlaufsongs für die Jungs, für die harten Jungs gibt es dann einen richtig schönen Rap-Song, wie sie es halt brauchen. Und ansonsten bin ich ja auch Co-Moderatorin bei ARD, beim BR. Ich bin jetzt heute live auf Dazn. Wir übertragen, oder The Zone, wir übertragen ja live, glaube ich, in 183 Länder. Genau, und da darf ich zusammen mit Matthias Preuß, die Stimme der Stimmen, darf ich zusammen moderieren bzw. kommentieren die Fights und da freue ich mich schon drauf auf den Abend. Ja, ich wollte gerade fragen, wie fühlst du dich denn da, wenn du so überlegst, dass du nachher so die ganzen Kämpfe dann auch moderierst? Wie fühlt sich das dann so an? Es fühlt sich immer gut an, weil ich kenne ja alle. Ich kenne die Kämpfer alle, ich weiß, wie sie kämpfen, ich weiß, wie sie ticken und das ist das Schöne, wenn man dann natürlich auch was berichten kann. Das definitiv. Und wie gesagt, wir sind ja hier Weihnachtszirkus. Was denkst du? Weihnachten, Boxen, wie passt das zusammen? Das passt natürlich super. Das harmoniert doch, oder? Kampfsport und Boxen, das ist wie die Faust aufs Auge passend. Nee, das ist der... Einfach, das hat Kult hier. Ne? Das ist der Weihnachtszirkus, Boxen live und jeder freut sich drauf. Das ist immer das Highlight einmal im Jahr, was der Rainer stemmt hier und das ist einfach großartig. Und bleiben wir mal kurz bei Weihnachten. Nochmal eine persönliche Frage. Wie feierst du Weihnachten? Ich feiere Weihnachten hier im Weihnachtszirkus. Natürlich für mich ist das Highlight wirklich. Also weil ich muss ganz ehrlich zugeben, ich ziehe um. Wir haben ein Haus gebaut und Heiligabend und erster, zweiter Weihnachtsfeiertag wird für mich Umzugstag sein. Einfach die freie Zeit nutzen und dann chillig zu Hause, im neuen Zuhause ankommen. Und meine letzte Frage jetzt. Wie sehen denn deine Pläne für 2024 aus? Was gibt's denn da Neues von dir? Also wir werden eine Doku gerade aktuell von mir drehen, die läuft dann auch. Also Lebenslinien müsst ihr eigentlich jeder kennen, vom BR ausgestrahlt. Und das sind eigentlich ein paar Fernsehprojekte haben wir. Dann habe ich eine neue Band, eine internationale Band. Wir werden zusammen groß auf Tour gehen in Europa. Also es wird richtig groß, es wird hot und es gibt ganz viel Tina in 2024. Da freuen wir uns auf jeden Fall schon drauf und sind gespannt, was wir dann so nächstes Jahr alles von dir hören. Ich bedanke mich recht herzlich für das kleine Interview und wünsche dir dann jetzt viel Spaß und nachher auch noch mehr Spaß dann bei den Boxen. Vielen, vielen Dank und ich muss noch was ganz Wichtiges sagen, was für mich der Weihnachtszirkus hier ausmacht, die soziale Komponente. Wir haben gerade für hilfsbedürftige Kinder gesungen, wir singen für Menschen mit Behinderungen, wir geben denen eine Show, wir geben eine Bühne für diese Menschen und das ist das Schöne, was der Rainer hier stemmt. Wir alle zusammen für die Menschen, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen. Dazu kann man nichts mehr sagen. Vielen Dank. Dankeschön. Danke an euch.